Ja, liebe Zuschauer, wenn man schon über das Thema aller Themen diskutiert, braucht man natürlich irgendwann auch mal fachmännischen Rat. Und den haben wir uns für unsere heutige Sendung wieder eingeladen, den Freiberger Hobbymeteorologen Sören Klippstein. Es ist schon eine Weile her, dass wir mit ihm mal über das Thema Wetter gesprochen haben. Und heute ist es einfach mal wieder an der Zeit. Sören, ich grüße dich. Hallo Thorsten. Ja, mit dem Winter. Ist das in diesem Jahr so eine Sache? Wie sieht denn überhaupt generell die Bilanz des Winters 2020-2021 aus? Ja, die Bilanz des Winters 2020-2021 sieht dahingehend so aus, dass wir endlich mal wieder richtig Winter hatten, so wie wir es eigentlich gewöhnt sind. Und es erscheint uns jetzt nur ein bisschen extremer, ein bisschen außergewöhnlicher, weil wir eben diese warmen Winter in den letzten Jahren eben hatten und im Prinzip dann so dieser Winter 2010, 2012 ein bisschen in den Hinterkopf gerückt ist und das jetzt mal wieder gezeigt hat, dass wir eben wirklich auch noch Winter haben. Und ja, viele Gespräche, die man so hört, deuten oder gehen immer dahin, dass man sagt, ja, das braucht dies ja alles so lange, der Frühling kommt so ewig nicht. Ist das normal oder sind wir einfach nur verwöhnt? Wir werden dahingehend durch die letzten Jahre ein bisschen verwöhnt sein, denn es gibt die sogenannte Grünlandtemperatur, die einen gewissen Grad aufsummiert erreichen muss, bis dann quasi die Natur explodiert. Und dementsprechend wurde diese Temperatur letztes Jahr oder die letzten Jahre eben eher erreicht, wodurch der Frühling auch eher kam. Und großer Wetterlagen technisch ist es eben so, dass wir aktuell immer wieder diese Kaltluftvorstöße aus dem Norden bekommen, weil wir eben eine Blockadelage haben, eine Hochdruckwetterlage, die auf dem Atlantik ist und sich einfach nicht davon bewegt und wir im Prinzip durch den instabilen Polarwirbel jetzt dahingehend, weil die Strahlungsbilanz immer positiver wird jetzt, immer wieder dann quasi durch die Instabilität diese Kaltluftvorstöße auch nach Mitteleuropa vorpreschen und dementsprechend auch nächste Woche wieder ein Kaltluftvorstoß kommen wird. Apropos Polarwirbel, da hört man ja sehr viel davon. Es gibt ihn oder er ist stabil, er ist instabil. Was ist denn der Polarwirbel eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Der Polarwirbel ist im Prinzip ein Tiefdruckgebiet, ja, welches sich ungefähr in 32 Kilometern Höhe befindet, genau über dem Nordpol. Und dieser Polarwirbel ist im Prinzip eine Ansammlung an Kälte, die durch die negative Strahlungsbilanz in den Winterhalbjahren durch die Erdneigung, ja, durch die Achsneigung, im Prinzip dort oben ansammelt und sich durch die Corioliskraft gegen den Uhrzeigersinn dreht, ja, und man muss sich, wenn man sich dann oben auf die Erde drauf guckt, dann bewegt er sich so und wir sind normalerweise bei einem stabilen Polarwirbel immer in dieser Westzirkulation, West-Ost, ja, und wenn der Polarwirbel aber durch Stratosphärenerwärmung gestört wird, dann kann die Achse auch mal kippen und dementsprechend, wie wir es diesen Winter erlebt haben, kann der Polarwirbel auch instabil werden und dementsprechend auch nördliche Kälte nach Mitteleuropa vorpreschen und das immer wieder. Also vergeht der Monat April so, wie es jetzt war, immer ein bisschen wieder Kälte und dann mal wieder ein bisschen Wärme und so richtig Wärme wird sich dann im nächsten Monat durchsetzen? Das müssen wir mal schauen. Also wie die jetzt aktuellen Trends sich aufzeigen, ist es eben so, dass wir sehr wahrscheinlich einen viel zu kalten April bekommen. Wir sind aktuell ungefähr 4 Kelvin zu kalt in Bezug auf das 30-jährige Mittel. Und die weiteren Trends sehen auch so aus, dass dieses blockierende Hochdruckgebiet über dem Atlantik weiterhin Bestand haben wird, wodurch immer wieder Kaltlufteinbrüche von Norden her in unsere Breiten Einzug erhalten werden. Und dementsprechend rechne ich mit Frühling, nachhaltigen Frühling, erst wirklich ab Anfang Mai. Also lieber auch noch Winterreifen auf dem Auto lassen. Gerade wir hier in der Erzgebirgsregion sollten aufgrund der Höhenkälte und den sich darin etablierenden Kältelöchern in den Frühstunden, Morgenstunden dann eben auch wirklich nochmal auf Frost einstellen. Ja? Also es soll jeder selber wissen am Ende, aber man sollte eben im Prinzip auch ein bisschen vernünftig sein. Gerade die Gebirgler, die müssten eigentlich wissen, dass das eben öfter mal noch zu Frost neigen kann, gerade auch Ende April. Ne? Apropos Gebirge, man hört ja immer wieder, dass es auch gerade hier in unserem Sendegebiet so eine Art Gebirgszug gibt oder so einen Höhenzug. Du hast das ja auch in deinen Wettervideos oder in deinen Wetterberichten manchmal angedeutet, der dann auch Auswirkungen auf unser regionales Wetter hat, was man in den großen Modellen so nicht sehen kann. Von wo nach wo erstreckt denn der sich und was macht der besonders für unsere Region hier beim Wetter? Es ist eben so, dass das Erzgebirge gerade in Bezug auf gewisse Anströmungen von Wetterlagen genau orthogonal liegt, also quasi im 90-Grad-Winkel zur Anströmung. Und bei gewissen Neigungen der Anströmung kann sich eben durch die Anordnung der Gebirgszüge hier und auch die Täler ein gewisser Erzgebirgsstau etablieren, der so von den globalen Modellen durch die Raster eben nicht erfasst etablieren kann,
was so sehr schwer vorher zu berechnen ist und man da eben ein bisschen mehr Forschung reinsetzen muss, wo ich auch dran bin, mit gewissen MOS-Verfahren dort eben auch die Niederschlagshöhen oder die Niederschlagsmengen dann auch dahingehend zu verbessern, die Vorhersage, die Prognosen. Ja. Also bräuchten wir quasi mehr Meteorologen in der Fläche, gerade hier im Erzgebirge, für noch bessere, genauere Vorhersagen. Was heißt mehr Meteorologen auf der Fläche? Man braucht vor allen Dingen Meteorologen, die nicht nur in die Modelle schauen, sondern auch die Analysen machen, die durch die Wälder fahren, nach gewissen Sturmlagen, gewisse Fallrichtungen, divergente, konvergente Fallrichtungen von Bäumen im Prinzip analysiert, die gewisse Schneegrenzen auch mal abfahren, ja, und auch im Prinzip draußen auf der Fläche wirklich auch die Wetterbeobachtung betreiben und dann im Prinzip auch die Korrelation von Vorhersage, Modell und auch was hat das Modell dann im Prinzip, oder wie ist das dann eingetreten, ja? Diese Erfahrung, die Erfahrung brauchen wir. Die Modelle ablesen, das kann jeder. Aber das im Prinzip in Verbindung mit den Erfahrungen dann zu, ja, verbinden, ja, das ist im Prinzip dann so eine Sache und das kann man nicht von jetzt auf gleich erlangen, das muss man einfach so sagen. Das muss man wirklich über Jahre sich aneignen und klar, dann brauchen wir sehr, sehr viele. Oder wir brauchen viel mehr Leute auch in der Fläche. Da hast du schon irgendwo recht. Also die Automatisierung der Wetterstationen, man hat das jetzt vor einiger Zeit auf dem Fichtelberg gesehen, ist da eher kontraproduktiv, um dort genaue Vorhersagen treffen zu können. Es wird nicht gerne gehört, aber es ist dahingehend kontraproduktiv, weil im Prinzip auch gewisse Wolken und so weiter und so fort eben nur noch mit Kamera aufgenommen werden und auch im Prinzip gewisse Niederschlagsmengen fehlgemessen werden, weil sich eben gerade in dem Messfeld ein Vogel eingenistet hat oder eine Spinne eingenistet hat oder so. Und dann gewisse Sachen eben verfälscht werden. Ja. Der Wetterbeobachter an sich selber ist durch eine Maschine einfach nicht zu ersetzen. Und das ist für mich kritisch gesehen an der falschen Stelle gespart. Ja. Dann ein Appell an den Deutschen Wetterdienst, da vielleicht nochmal wieder umzudenken. Aber das wird man sehen. Sören, dann noch eine Frage, die von vielen Zuschauern auch immer wieder gestellt wird, gerade hier in unserer Region im Erzgebirge, Marienberg-Kühnheide. Der Stadtteil taucht ja nun in fast jedem Wetterbericht auf, immer mit Rekorden, meistens in Minusrichtung oder in negativer Richtung. Warum ist gerade Marienberg-Kühnheide als kleiner Ort so markant für diese Kältelöcher? Man hat früher immer mal von Pfundensee gesprochen oder Morgenröte-Rautenkranz. Da redet heute kaum noch jemand davon. Ja, diese drei Stationen haben alle was gemeinsam. Es sind Kältelöcher, Hochtäler im Prinzip. Sie sind von normal Null, also quasi höher als andere Gebiete, als andere wie zum Beispiel das Elbtal oder sowas. Und da können sich eben gewisse Höhenkaltluftpotenziale dort besser auswirken, weil dort eben auch länger Schnee liegt. Und wie ist es im Prinzip dann so, wenn sich die Luft nicht so durchmischen kann in der Nacht, wenn quasi alles ruhig wird, dann sackt die kalte Luft in die Täler ab. Und wenn dort noch Schnee liegt und es aufklärt, hat man eben keine atmosphärische Gegenstrahlung und es wird ruckzuck arschkalt, Entschuldigung für den Ausdruck. Und in Morgenröte-Rautenkranz war so vorher immer das Kälteloch, weil dort die Station eher stand als Marienberg-Kühnheide. In Marienberg-Kühnheide ist die Station später entstanden, die hat man erst später installiert und hat eben aufgrund von Amateurmessungen dann herausgefunden, dass es dort wirklich auch viel, viel kälter ist als in Morgenröte-Rautenkranz. Ja, weil Marienberg-Kühnheide eben auch noch viel höher liegt und die Wahrscheinlichkeit auf Schnee dort oben auch noch viel, viel höher. Es ist im Prinzip ein Plateau, ja, ein Moorgebiet, ein kleines Tal, Schwarzwassertal. Ja, und dort im Prinzip kann sich die kalte Luft dann bei gewissen Wetterlagen ohne Durchmischung, durch die Bodeninversion, die sich dann ausprägt, ja, kann dann eben im Prinzip die Kälte dort sich so etablieren, dass eben in 2 Metern Höhe wirklich auch mal die 30 Grad minus fallen können. Es wird immer manchmal ein bisschen falsch interpretiert, ja, wir haben 28 Grad minus. Und wenn man da mal so schaut, wird es in 5 Metern Höhe gemessen. Das ist aber falsch. Die Temperatur wird immer in 2 Metern Höhe gemessen. Aber selbst das ist natürlich in Marienberg-Kühnheide immer wieder faszinierend. Ja. Was ich persönlich immer für ein tolles Wetterphänomen beobachte, wenn ich von mir zu Hause losfahre und in den Sender nach Marienberg, habe ich oftmals schönes Wetter. Und dann, je näher ich in Richtung Heinsebank komme oder eben dann auch schon mal vorher Lengefeld, dann zieht sich das zu, so ähnlich wie heute. Was hat das auf sich? Ja, das ist im Prinzip die eben angesprochene Inversionswetterlage, wo Marienberg im Prinzip höher liegt, also über der Grenzschicht liegt. Das ist vor allen Dingen bei Hochdruckwetterlagen, wo im Prinzip gerade
in den Winterhalb- oder in den Wintermonaten die Sonne so wenig Energie hat, um den Nebel aufzulösen, wo sich die Kälte quasi halten kann im Tal. Und in Marienbergkühnheide, die sind eben über der Inversion. Dort hat man es meistens auch wärmer, dort ist wunderbare Sicht, dort ist es trocken. Und wenn man im Prinzip weiter runterfährt, ist es dann eben neblig. Das nennt man die sogenannte Inversionswetterlage, die Bodeninversion, die vor allen Dingen auch die Tschechen im Eckergraben durch diese Aerosole, die sie dort durch die Kohlekraftwerke immer wieder reinsprühen oder reindonnern, wo das dann auch Kopfschmerzen auslöst. Wenn dann der böhmische Wind kommt, merken wir das hier, wir riechen das dann. Ja? Dann wird das ausgeräumt so ein bisschen und die alte Inversion kommt dann quasi nach Sachsen rein. Das riechen vor allem die Gebirgler öfters dann. Also hat quasi diese Luft, die da aus Litvinov, aus der Mostar-Gegend kommt, durchaus Einfluss auf unser Wetter hier? Ja, das kann man schon so sagen, weil im Prinzip der Luftmassenausschuss ja stattfindet. Und wenn dann ein kleines bisschen Druckgradient zustande kommt, kann im Prinzip diese vorher konservierte Kaltluft, ob sie nur dreckig ist oder nicht, ja, kann im Prinzip dann oder muss im Prinzip dann von Süden her über den Erzgebirgskamm drüber kommen. Und wir sind immer nördlich des Erzgebirgskamms, also kriegen wir das natürlich auch mit. Ne? Das muss man einfach so sagen. Ja. Ja, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Wetter, was wir aktuell hier haben. Im Moment ist ja doch der Himmel, ich würde eher sagen, wolkenverhangen. Sind das jetzt alles Wolken oder ist das noch Nebel? Tja, das kann man gar nicht so richtig sagen. Also für mich sind das Wolken oder auch Hochnebelschwaden. Das ist im Prinzip, wie soll man sagen, das ist eine Konvektion, es ist kondensiert. Ja, und im Prinzip es ist es eine sichtbare Wolke. Die Interpretation, ob es nur Nebel ist oder Wolke, das ist am Ende egal. Wir empfinden Nebel immer erst, wenn wir es direkt über dem Erdboden haben und im Prinzip keine Sicht mehr haben. Ja. Und kannst du anhand dessen, was du da hier jetzt am Himmel siehst, dann sagen, wird es sich da im Laufe des Tages noch aufziehen oder bleibt das heute so? Das kommt ganz darauf an, wie die Anströmung ist. Wenn die Feuchtigkeit quasi von Nordosten her am Erzgebirge ein bisschen hängen bleibt, kann natürlich auch die Feuchtigkeit nicht so schnell entweichen und es kann nicht so schnell aufziehen. Dementsprechend würde ich dahingehend keine größere Prognose geben wollen, weil das im Prinzip auch sehr schnell in Nieselregen überschwingen kann. Ja, es kommt eben darauf an, wie die Anströmung ist. Ja. Apropos größere Prognose, was hältst du eigentlich von diesen ganzen Langzeitprognosen, die da manche Wetterleute so aufstellen, wo man jetzt mitunter schon manchmal in den Zeitungen mit den größeren Buchstaben liest, ja, wir bekommen einen Rekordsommer oder Hitzesommer oder es wird ein stürmischer Sommer? Ja, also ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, kein großer Freund davon. Denn wir können gewisse Wetterlagen selbst drei Tage im Voraus nicht genau vorhersagen und wollen dann im Prinzip einen Monat, zwei Monate voraus planen und vorausgucken. Das funktioniert nicht. Also ich bin da sehr zurückhaltend. Man kann gewisse Trends herauskennen, wenn man sich im Prinzip andere Karten zu Gemüte führt und auch die Bodendruckkarten und auch das Geopotenzial, wie jetzt in der kommenden Wetterlage, wo im Prinzip das Hoch auf dem Atlantik liegen bleiben sollte. Aber man kann dann eben im Prinzip immer nur solche Trends sagen. Und alles, was über drei, vier Tage geht, das ist für mich, das geht dann schon langsam in die Kaffeesatzleserei über. Und wie gesagt, ich möchte keine Prognose über gewisse Sommer geben. Das ist für mich, also da muss ich sagen, das ist für mich zu unseriös. Aber trotzdem mal jetzt nur so grob ein Trend jetzt in Richtung so für die nächsten Tage oder in Richtung nächste Woche. Du hast es ja am Anfang schon eingedeutet. Auf was müssen wir uns da hier eher so, ich sag mal, im Erzgebirgsvorland bis hin ins Erzgebirge einstellen? Also wenn man sich die Großwetterlage jetzt so gemüte für dich eben schon mit dem Blocking High über dem Atlantik angesprochen hatte, wenn man sich das so gemüte führt, dann kann man im Prinzip erkennen, dass diese nördliche Strömung Bestand haben wird. In welchem Teilbereich wir uns da befinden, ob das für uns hier nochmal für Schneeschauer reichen könnte, das kann man jetzt noch nicht genau sagen. Ich würde dennoch behaupten wollen, dass im Prinzip das Potenzial für wirklich sehr kalte Einbrüche im Verhältnis zum April, also Ende April gesehen, ja, dass das wirklich noch gegeben ist und ja, darauf sollte man sich immer noch einstellen. Ja. Also Frühling sehe ich bis jetzt tatsächlich wirklich noch nicht, ja. Ja, Wetter, ein Thema, über das immer lang und breit diskutiert wird und das, was du eben gesagt hast, das wird sicherlich nicht den ein oder anderen gefallen, der das sehnlichst auf Frühling hofft, aber so ist das nun mal beim Wetter. Vielen Dank, Sören Klipstein, für das angenehme Gespräch heute und ich hoffe, wir können es recht bald mal wiederholen, denn über das Wetter kann man immer berichten. Liebe Zuschauer, apropos Wetter, es wird also weiterhin Thema bei uns in der Sendung bleiben. Zu gegebener Zeit wieder im Gespräch mit dem Freiberger Hobbymeteorologen Sören Klipstein.